Ja, herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe des Logbuchs und zur letzten Ausgabe unserer Serie zum Thema Digitalisierung. Wir hatten ja schon das Thema Social Media und künstliche Intelligenz. Heute wollen wir uns nochmal beschäftigen mit der Frage, inwiefern die Digitalisierung auch Auswirkungen auf die Schulbildung oder die Ausbildung grundsätzlich hat. Es ist ja anzunehmen, dass natürlich auch die Fähigkeiten von zum Beispiel Fachkräften sich anpassen müssen, ändern müssen, damit die Wirtschaft entsprechende Technologien auch einsetzen kann. Auch dazu habe ich mit Sascha Lobo gesprochen. Was sich bei der Schulbildung langfristig in Deutschland verändern wird, da kann man nur hoffen. Denn wir wissen, dass gerade in Deutschland das Bildungssystem ungefähr mit der Geschwindigkeit der Kontinentaldrift voranschreitet. Es ist auch sehr veränderungsavers. Ich wäre schon froh, wenn in Schulen überhaupt erstmal das ominöse Gerät Smartphone Eingang findet. Und zwar nicht nur in der Pause oder unterm Tisch, wenn man irgendwelche WhatsApps in der Gruppe rumschickt, sondern ganz konkret auch zum Lernen. Ich halte das für absolut notwendig. Ich glaube, dass wir eine sehr viel flüssigere Auffassung von Bildung brauchen, nämlich eigentlich das Prinzip, lernen zu lernen. Man hört heute so häufig dieses Lifelong Learning, aber was sich dahinter, hinter diesem Schlagwort eigentlich verbirgt, ist, heute kann noch niemand einschätzen, was in 10, in 15 Jahren wirklich entscheidend für den Berufsalltag sein wird. Deswegen ist das Wichtigste, was Schüler heute lernen müssen, wie man lernt. Und dieses Lernen zu lernen, das ist eigentlich die Aufgabe, die tief in die Köpfe auch der Bildungspolitik hineingebracht werden muss. Und wenn das geschieht, dann wäre ich schon froh. Und dann muss man diesen ganzen Kram mit Schulfach programmieren oder so dann auch nicht mehr umsetzen. Worum es eigentlich geht, ist eine neue Form des Lernens aufzubauen. Ja, wir sehen auch in diesem Bereich, ist ein großer Handlungsbedarf vorhanden. Das Thema wird uns sicherlich noch viele Male hier auch am Wirtschaftsradar beschäftigen. Bleiben Sie dran und bis zum nächsten Mal. Tschüss.